Und jetzt gibt es ein Buch, aus dem gleich ein Auszug vorgelesen wird, was wir eigentlich ungern haben. Ein Buch, dessen ausschlaggebenden Punkt, warum es überhaupt existiert ist, existiert mittlerweile, auch das Lageso ist. Wir nennen es das Buch der Schande und darin sind zusammengetragen echte Fälle, echte Schicksale, echte Verfehlungen. Und wir haben jemanden, der euch daraus vorlesen wird, der das direkt auch selbst versteht, was da vor Ort passiert, der die ganze Zeit auch mit dabei ist, Tarek. Entweder du setzt dich hier unten hin oder... Hi, ich bin... Hi, ich bin Tarek, ich bin Palästinenser aus Syrien. Ich bin seit 8 Monaten hier in Deutschland. Meine Reise nach Deutschland war nicht so schwer. Ich bin eine von den wenigen Leuten, die Glück haben. Und also meine Reise war nicht so schwer. Ich hatte nicht so viele Probleme auf dem Weg. Aber wie ihr wisst, es gibt viele Leute, die Probleme hatten und noch immer haben. Also es geht nicht immer auf dem Reise. Also sie müssen so viel Zeit vor der Registrierung warten. Und jetzt lese ich etwas vor, und zum Beispiel Fuad, 46 Jahre alt, verlor seine beiden Beine in Syrien. Und er hat 11 Tage gewartet, um die alle Papiere zu bekommen. Ali, 38 Jahre alt, er ist obdachlos und seine Kinder fiebrig, wartet seit 2 Wochen. Ghazal, 49, ist obdachlos und krank, wartet seit 3 Wochen. Mohammadi, 41 Jahre alt, Prostatakrebs, 21 Tage, er hat gewartet. Abdul, 22 Jahre alt, posttraumatische Belastungsstörung, er hat 3 Wochen gewartet. Kisa, 38 Jahre alt, hat seine Unterlieb in Syrien verloren und sie hatte 2 Wochen gewartet. Aina, 42 Jahre alt, Panikattacken, psychogene Störung und sie hat 9 Tage gewartet vor schneller Registrierung. Ahmad, 47 Jahre alt. Stufe Felix, Störung, und er hat 5 Tage auf schnelle Registrierung gewartet. Nusli, 49 Jahre alt. Doppelherzinfarkt und Magenkrebs. Er hat 6 Tage auf die schnelle Registrierung gewartet. Mustafa, 26 Jahre alt, seine schwangere Frau erlegt ein Vorgeburt und sie hat 5 Tage auf schnelle Registrierung gewartet. Asad, 41 Jahre alt, Magenkrebs, er hat 30 Tage auf schnelle Registrierung gewartet. SDH, der Alter ist unbekannt, sie hat Zungenkrebs und die Unterlagen bis heute im Lageso verloren gegangen. Sam, 20 Jahre alt, schwanger und obdachlos. Und sie hat 10 Tage auf schnelle Registrierung gewartet. Hussein, 52 Jahre alt, Geschwure in vielen Organen. Und er hat 7 Tage schneller Registrierung gewartet. Amil, 55 Jahre alt, Hodzkrebs auf dem Krankenhaus geworfen, wartet 8 Tage auf schnelle Registrierung. Shigo, 36 Jahre alt, Bene in der 30 Schwangerschaft, Wochen 2 Fehlgeburten, wartet 3 Tage auf schnelle Registrierung. Rela,
24 Jahre alt. Bluterkrankung und Magenanfall. Wartet 6 Tage auf schnelle Registrierung. Ali, 34 Jahre alt. Schwangerschaftsvergiftung nach drei Tagen Verteilung nach Brandenburg. Rihanna, 20 Jahre alt. 2 Kinder haben Muskeldysphonie. Wartet 6 Tage auf schnelle Registrierung. Rahaf, 36 Jahre alt, hat eine Vorschirm, wartet 4 Tage auf schnelle Registrierung. Mustafa, 19 Jahre alt, Sichelzellanämie, wartet seit 17 Tagen, es passiert nicht, da Aktivität im Lageso verloren. Aya, 17 Jahre alt, wurde vergewaltigt, ist schwanger, Abtreibung, wurde nach 10 Tagen Obdachlosigkeit nach Sachsen umverteilt. Ibrahim, 24 Jahre alt, posttraumatisch Belastungsstörung und alleinerziehende von 3 Kindern, wartet 13 Tage auf schnelle Registrierung. Aya, 11 Jahre alt, insulinpflichtig, Diabetes, als Härtefall abgelenkt. Sarah, 50 Jahre alt, nach Herzinfarkt geschwächt, wollte sich in Berlin ausruhen und wurde nach 2 Tagen umverteilt nach Nerabe. Hussein, 27 Jahre alt, nach Pumpenangriff und 8 Operationen kann er nicht mehr gehen, wartet 5 Tage auf schnelle Registrierung. Majid, 22 Jahre alt, wurde von seinem Bruder in Berlin getrennt und hat Nierenerkrankung und wartet 8 Tage vor einer Lösung und Registrierung. Yasser, 25 Jahre alt, Blindheit wegen Bombenangriff, wartet 6 Tage auf schnelle Registrierung. Amia, 4 Jahre alt. Er hat Epilepsie, wartet 4 Tage auf schnelle Registrierung. Ramis, 13 Jahre alt, benötigt dringend eine Operation, da er sonst seine Finger nicht mehr nutzen kann. Wartet 3 Tage auf schnelle Registrierung. Samer, 49 Jahre alt, Nierentumor, wartet 4 Tage auf schnelle Registrierung. Abdul, 39 Jahre alt, Tumor in Gern, wartet 7 Tage schneller Registrierung. Mahmoud, 22 Jahre alt, schwer behindert, wartet 7 Tage auf schneller Registrierung. Isa, 24 Jahre alt, offene Wunden an den Füßen, wartet 4 Tage schneller Registrierung. Kenan, 27 Jahre alt, Bandscheibenvorfall, wartet 9 Tage auf schnelle Registrierung. Imad, 49 Jahre alt, liegt im Krankenhaus und wartet seit 14 Tagen Registrierung dort. Khadija, 32 Jahre alt, Kaiserschnitt gehabt, wurde an das Sozialamt verwiesen. Ahmad, 21 Jahre alt, wollte sich auf dem Lageso-Gelände selbst töten. Sind sie in Unterlagen und warten dort noch immer davor, dass es etwas passiert. Ranien, 24 Jahre alt, im 9. Monat schwanger, wartet 4 Tage auf schnelle Registrierung. Jaffa, 23 Jahre alt, Rollstuhlfahrer, wartet 11 Tage auf schnelle Registrierung. Hussein, 33 Jahre alt, Elefantist an den Füßen, wartet 8 Tage auf schnelle Registrierung.
und am letzten Maha, 37 Jahre alt, Nierenkrebs. Doch der Lebensfall Nierenkrebs wartet 5 Tage auf schnelle Registrierung. Ich will von der deutschen Stadt, dass sie eine Lösung finden für diese Leute und eine Lösung finden für die Leute, die so lange Zeit vor der Registrierung warten. Und danke.